Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Florence's Keto World, deinem Kanal rund ums Thema ketogene Ernährung, Ketose, exogene Ketone und wie auch du ganz, ganz einfach und unkompliziert die ketogene Ernährung in deinen Alltag integriert bekommst. Du kriegst hier nicht nur Tipps und Tricks für Keto-Anfänger, wie starte ich mit der ketogenen Ernährung, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was bringt mich in Ketose, was schmeißt mich aus der Ketose raus und vor allem, wie integriere ich das wirklich effizient und möglichst einfach in meinen Alltag mit Familie oder was auch immer, sondern auch wirkliche Wissensvideos für Keto-Leute, die schon länger mit dabei sind, einfach zu den Hintergründen, was passiert eigentlich in der Ketose im Körper, was passiert im Stoffwechsel für Prozesse und worauf gibt es vielleicht zu achten bei beim Thema Fasten oder auch bei der zyklischen ketogenen Diät oder. Zusätzlich gibt es noch einige leckere Kochvideos, jeden Sonntag erscheinen die hier bei mir. Da findet ihr immer leckere, einfache Rezepte, die ihr schnell umsetzen könnt, mal süß, mal salzig, Frühstück, Mittag, Abendessen oder auch Snacks und Kuchen, also alles mit dabei, sodass ihr hier ein komplettes Allround-Programm habt an Infos, an Rezepten rund ums Thema Ketose. Mein Fokus Keto Veggie, denn ich bin selber Vegetarierin und ich habe für mich die keto-vegetarische Ernährung entdeckt und bringe sie hiermit auch einfach ein bisschen an den Mann, denn immer mehr Menschen wollen weniger Fleisch essen, sie wollen mehr sich vegetarisch ernähren, aber denken, es lässt sich mit einer ketogenen Ernährung nicht integrieren. Und da sage ich nur, das lässt sich wahnsinnig gut kombinieren. Keto und Veggie passt richtig, richtig gut zusammen und ist nicht nur lecker, sondern geht auch noch total einfach. Meine Videos erscheinen immer donnerstags und sonntags um 12 Uhr. Donnerstags gibt es immer ein Wissensvideo und sonntags ein Kochvideo mit leckeren Rezepten, sodass du dann direkt Montag losdüsen kannst und die Zutaten einkaufen kannst. Vielleicht hast du sogar auch schon an dem Sonntag alle Zutaten zu Hause, denn meine Videos sind oft so konzipiert und meine Rezepte, dass du das eigentlich direkt nachmachen kannst. Heute ist Donnerstag, entsprechend kommt heute ein Wissensvideo und wir reden über ein Thema, nämlich die gezielte ketogene Diät. Was ist das? Gezielte ketogene Diät bedeutet, es ist verwandt mit dem Thema Carb-Cycling oder Keto-Cycling, dass wir gezielt Kohlenhydrate integrieren in unsere ketogene Ernährung. Da kommt es aufs Timing drauf an und auch welche Kohlenhydrate und wann und wie, damit wir unseren Stoffwechsel wieder hacken können. Es ermöglicht dir auch eben einfach, wenn du gezielt Kohlenhydrate in deine ketogene Ernährung hier und da mal integrierst, dass auch die Kohlenhydratverwertung viel, viel effizienter ist vom Körper. Und dann profitieren nicht nur deine Muskeln davon, sondern auch dein Wohlbefinden. Denn wenn wir uns zu einseitig, zu dauerhaft ketogen ernähren, dann kann das eben auch sein, dass der Körper verlernt, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und sich dann auch wieder schwer tut. Das Gleiche ist auch mit der Darmbakterienvielfalt, denn wir haben Darmbakterien, die eben sich von Kohlenhydraten ernähren. Wenn wir jetzt über einen ganz, ganz langen Zeitraum keine Kohlenhydrate dem Körper zur Verfügung stellen, dann werden auch diese Darmbakterien entsprechend reduziert, teilweise sogar ausgerottet und das wiederum kann dann echt zu Problemen führen in der Darmflora und kann dann auch Verdauungsprobleme mit sich ziehen. Deine körperliche und gesundheitliche Leistung, auch wenn Keto wirklich super ist, kann sich also deutlich verbessern, wenn du hier und da gezielt Kohlenhydrate einsetzt. Es führt nicht nur zu einer Leistungssteigerung, es führt auch zu einem flexiblen Stoffwechsel, sofern du diese eben gezielt dann einsetzt, das ist das Timing ausschlaggebend. Und du wirst halt feststellen, dass du dann, wenn du es richtig machst, auch relativ schnell wieder in die Ketose reinkommst, wenn du Kohlenhydrate mal gegessen hast. Jetzt ist halt die Frage, okay, soll ich so ein Cheat oder ein Refeed machen? Refeed, auch ein Refeed im Sinne von wieder füttern, macht es für mich Sinn? Da muss man einfach unterscheiden, machst du die ketogene Ernährung aus therapeutischen Gründen? Denn eine ketogene Ernährung aus therapeutischen Gründen hat natürlich einen Hintergrund, auch bestimmte Krankheiten zu heilen oder zu verbessern, wie Epilepsie, Krebs oder auch andere Erkrankungen. Wenn das der Fall ist, dann musst du dich sehr, sehr streng an die Makronährstoffverteilung halten. Das bedeutet, dann sind die Fette meistens sehr, sehr hoch und du musst wirklich schauen, dass du dauerhaft in Ketose bleibst. Machst du die ketogene Ernährung jetzt aber einfach, um mehr Energie zu haben, um dich in Ketose zu kommen, um vielleicht abzunehmen, hast schon gut abgenommen und hängst vielleicht sogar fest und kommst nicht weiter mit deinem Gewicht? Oder machst du es einfach, um eben dich besser zu fühlen, weil es dir damit gut geht, weil du dann eben besser fasten kannst? Ist es für dich so ein Lifestyle-Thema, dann macht es dennoch Sinn, so ein Refeed zu machen. Nicht nur aus den gerade genannten Gründen wie Darmbakterienvielfalt und einfach auch die metabolische Flexibilität. Das ist nämlich der ausschlaggebende Punkt, nämlich metabolische Flexibilität. Das bedeutet, dass der Körper die Fähigkeit hat, zwischen Zucker und Fett als Energieträger zu wechseln. Und wir bringen dem Körper mit der ketogenen Ernährung wieder bei, Fett als Energieträger zu verwerten, aber er soll dennoch nicht verlernen, Zucker zu verwerten.
Was viele gar nicht wissen, ist, dass wir auch in der Ketose dennoch Glykogen in den Muskeln haben. Glykogen, das ist die gespeicherte Form von Zucker. Das heißt, wir haben dennoch Zucker im Körper. Viele denken immer, ja, wenn ich in Ketose bin, dann sind meine kompletten Glykogen-Kohlenhydratspeicher extrem geleert. Das ist so nicht richtig, denn unser Gehirn braucht dennoch 50 bis 80% an Zucker, um zu funktionieren. Das bedeutet nicht nur, dass dann die Leber anfängt im Zuge der Gluconeogenese, nämlich aus Fetten und Proteinen auch Zucker zu bilden, damit das Gehirn versorgt ist, sondern es ist eben auch einfach so, dass unser Körper lernt, die wenigen Kohlenhydrate, die er hat, in den Glykogenspeichern der Muskeln auch maximal effizient zu lagern und wirklich nur dann einzusetzen, wenn es zwingend erforderlich ist. Das bedeutet, unser Körper kann länger in Ketose mit den Glykogenspeichern in den Muskeln walten und auskommen, als wenn wir ständig Nachschub liefern. Das bedeutet, er wird da sehr sensibel, was eben die Verwertung von Kohlenhydraten angeht und kann damit auch viel, viel besser haushalten. Weshalb wir auch gar nicht das Thema haben, dass wir zum Beispiel auch einen Muskelverlust fürchten müssen, wenn wir uns ketogen ernähren. Denn in Ketose haben wir eben diesen Muskelschutz, weil die Glykogenspeicher der Muskeln dennoch gefüllt bleiben. Und es gab da wirklich auch Studien, die gezeigt haben, es gab kaum einen Unterschied in den Glykogenspeichern der Muskeln von Menschen, die sich kohlenhydratreiche ernährt haben und Menschen, die sich ketogen ernährt haben über einen längeren Zeitraum. Da waren die Glykogenspeicher genau gleich. Das bedeutet, dass eben unser Körper lernt, die Muskelglykogenspeicher auch länger zu halten und einfach ein bisschen ja, sporadischer mit den Glykogen in den Muskeln umzugehen, wodurch wir eben auch immer diesen gewissen Muskelschutz gegeben haben, wenn wir in Ketose sind. Also es ist nun mal tatsächlich so, viele sagen ja immer, ja, wir brauchen keine Kohlenhydrate. Doch, wir brauchen Kohlenhydrate und wir brauchen auch Zucker, um zu funktionieren. Vor allem das Gehirn und auch bestimmte andere Zellen brauchen Zucker, um zu funktionieren. Wenn wir dem Körper keinen Zucker, keine Kohlenhydrate über die Nahrung hinzufügen, dann fängt die Leber nämlich an, im Zuge der Gluconeogenese aus den Fettsäuren Ketonkörper zu bilden und diese dann als Energieträger heranzuziehen, auch fürs Gehirn, damit wir einfach weniger Zucker benötigen, beziehungsweise dass auch die Glykogenspeicher in den Muskeln gefüllt bleiben. Wir haben zwei Arten von Zuckerspeicher, also wir haben einmal die Glykogenspeicher in den Muskeln. Diese werden eben immer dann herangezogen, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen und dann werden diese eben auch angezapft und teilweise auch geleert. Und wir haben die Glykogenspeicher in der Leber und diese Glykogenspeicher in der Leber, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, das Gehirn zu versorgen. Das bedeutet, nur wenn die Glykogenspeicher in der Leber leer sind, dann fängt die Leber an, Ketonkörper zu bilden. Da haben wir aber noch Glykogen in den Muskelspeichern. Das bedeutet, dass wir komplett ohne Kohlenhydraten, ohne Zucker sind, um in Ketose zu kommen, ist so nicht korrekt, denn nur die Leber muss geleert, also die Glykogenspeicher der Leber müssen geleert sein, damit die Leber anfängt, Ketonkörper zu bilden. Da haben wir aber auch noch Glykogen in den Muskeln. Das bedeutet, da wird also auch noch sehr, sehr gut damit gewaltet, dass wir die Glykogenspeicher einfach auch gefüllt halten. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, aber warum sagt der Körper dann nicht, okay, warum nehme ich nicht auch die Glykogenspeicher aus den Muskeln einfach mit einher, wenn ich schon zu wenig Zucker habe und das Gehirn Zucker benötigt? Das wäre doch viel einfacher. Die Muskelspeicher müssen gefüllt bleiben, damit wir leistungsfähig sind. Und es ist wahnsinnig wichtig für den Körper, dass wir eine gewisse Anteil an Glykogen auch in den Muskelzellen haben. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, okay, du integrierst mal Kohlenhydrate, dann kannst du die Glykogenspeicher der Muskeln relativ schnell wieder auffüllen. Und weil der Körper eben gelernt hat, mit Glykogen länger zu walten und über einen längeren Zeitraum mit auch geringeren Glykogenspeichern auszukommen, wird er dann wieder mit den gefüllten Glykogenspeichern aus den Muskeln viel, viel länger in der Ketose auch leistungsfähig bleiben. Woran merken wir jetzt, dass wir vielleicht so ein Refeed mal einlegen müssten von 2-3 Wochen, also auch mal, wo wir Kohlenhydrate essen? Das merkst du einfach daran, dass wenn das Muskelglykogen aufgebraucht oder schon niedrig ist, dass du sehr, sehr schnell Schmerzen bekommst, du hast länger Muskelkater, du regenerierst schlechter, du hast nicht so viel Power beim Training, du fühlst dich müde und angeschlagen. Dann wäre vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung zu sagen, okay, ich muss vielleicht meine Glykogenspeicher der Muskeln wieder mal auffüllen, damit ich wieder genug zur Verfügung habe, um wieder Power und Leistung zu bringen. Denn tatsächlich kommt diese Power, die wir auch beim Training verspüren und dieser Energieschub durch die Ketose auch mitunter eben einfach dadurch, dass wir noch Glykogen in den Muskeln haben. Wenn du dich jetzt schon über einen längeren Zeitraum ketogen ernährt hast, also ich spreche hier wirklich von, sage ich mal, 8 Wochen oder sogar mehr, 8, 12, 36 Wochen, was auch immer, dann ist es so, dass du relativ schnell feststellen wirst, dass wenn du mal Kohlenhydrate isst, du super schnell wieder zurück in die Ketose kommst. Du setzt die Kohlenhydrate gezielt ein, um aus der Ketose rauszugehen. Du wirst rausfallen wahrscheinlich, weil eben zu viele Kohlenhydrate. Diese Kohlenhydrate werden dann in die Glykogenspeicher eingespeichert
Und wirst aber relativ schnell wieder in Ketose kommen. Also viele stellen dann wirklich fest, dass sie dann innerhalb von 12 Stunden wieder in Ketose sind. Wenn du gut fettadaptiert bist und wenn dein Körper wirklich auch gelernt hat, zwischen Kohlenhydraten und Fetten als Energieträger zu wechseln. Das heißt, das funktioniert einwandfrei. Selbst wenn du 2 Wochen jeden Tag Kohlenhydrate integrierst, 100, 150 Gramm oder sogar mehr, dann ist es auch so, dass dein Körper relativ schnell wieder zurück in Ketose kommt, sofern du natürlich vorher dich auch über einen längeren Zeitraum ketogen ernährt hast. Ansonsten dauert es auch ein bisschen länger. Nun muss man einiges beachten, wenn man sagt, man integriert so ein Refeed. Also das ist jetzt nicht als Cheat Meal gedacht oder als Cheat Woche, wo du dann nur Pizza, Pasta, Eis und so weiter isst. Denn das wäre kontraproduktiv. Die Wahl der Kohlenhydrate und auch das Kohlenhydrat-Timing ist hier ausschlaggebend. Also es ist so, dadurch, dass wir eben sehr, sehr lange in der Ketose waren, immer wenn wir in der Ketose sind, ist unser Insulin sehr, sehr niedrig. Sehr klar, weil wir haben ja kaum Lebensmittel, die irgendeine Insulinausschüttung fördern könnten, in Form von Kohlenhydraten, Zucker oder auch mageren Proteinen. Das bedeutet, unsere Insulinspiegel sind sehr, sehr niedrig. Unser Körper ist aber auch sehr sensitiv gegenüber das Insulin. Das bedeutet, wenn wir dann Kohlenhydrate essen, dann ist eben die Insulinausschüttung deutlich, deutlich höher. Und deswegen ist es ausschlaggebend, womit du beginnst. Denn es ist sehr, sehr wahrscheinlicher, dass wenn du jetzt zum Beispiel deine Torte isst und Insulin sehr, sehr nach oben schießt, die Zellen extrem geöffnet werden und wirklich alles von dieser Torte irgendwie eingesaugt wird. Das heißt, dein Körper ist viel, viel aufnahmefähiger für alles, was du dann isst, wenn du dann anfängst, mal Kohlenhydrate zu essen oder aus dieser Ketose rauszukommen. Das bedeutet, die Wahl der Kohlenhydrate ist ausschlaggebend. Ich empfehle immer Kohlenhydrate auch nach dem Training vor allem zu essen, weil wir haben ja vorhin schon gehört, wenn wir trainieren, dann werden die Glykogenspeicher angezapft, weil wir uns dann körperlich betätigen, die Muskeln einsetzen. Wenn du danach Kohlenhydrate direkt isst, dann werden die direkt in die Muskeln absorbiert, sodass es dir sogar passieren kann, dass du kaum Einfluss auf den Blutzucker merkst und auch kaum Veränderungen in deiner Ketonkörperkonzentration, weil eben auch die Muskeln dann nach dem Training Kohlenhydrate ohne eine Insulinantwort aufnehmen können. Das ist ein ganz, ganz spannendes Phänomen, was eben passiert nach dem Training. Da sind dann die Muskelzellen sehr, sehr aufnahmefähig, sehr, sehr empfänglich für solche Kohlenhydrate und dann erfolgt das meist ruckzuck, also die saugen das förmlich auf, ohne dass die Zeit besteht, überhaupt Insulin auszuschütten, um die Zellen zu öffnen, weil die schon total darauf heiß sind, dass sie eben diese Kohlenhydrate jetzt bekommen. Und deswegen ist dann eben einmal ein guter Moment, um zu sagen, ich integriere Kohlenhydrate nach dem Training oder auch abends zum Beispiel, um die Schlafqualität nochmal zu optimieren. Das sind so die 2 Zeitpunkte, wo ich sage, da würde ich Kohlenhydrate integrieren. Und dann natürlich die Art der Kohlenhydrate. Also Getreide hat eben eine sehr, sehr hohe Insulinantwort. Zur Folge Reis, Nudeln, Brot, sind alles die super leckeren Sachen, Pizza und so weiter. Aber das würde ich erstmal eben nicht empfehlen. Also wenn man sagt, man macht ein Refeed, das ist kein Cheat Meal, das ist einfach wieder so ein Auffüllen der Glykogenspeicher, so sollte man das sehen. Über 2, 3 Wochen kann man das dann machen, je nachdem, wie lange du dich ketogen ernährt hast. Aber wenn du dich jetzt so 6 Monate schon ketogen ernährt hast, dann würde ich schon empfehlen, das so 2, 3, 4 Wochen vielleicht zu machen mit ein paar mehr langkettigen Kohlenhydraten. Langkettig, das bedeutet Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index, die also eine geringere Insulinantwort zur Folge haben. Das sind eben Hülsenfrüchte zum Beispiel, also Kichererbsennudeln, Linsennudeln. Das ist stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Süßkartoffeln. Süßkartoffeln können sogar dazu führen, dass der Körper weiterhin Ketonkörper produziert, weil sie nämlich einen Stoff haben, der dem Beta-Hydroxybutyrat, also dem einen Ketonkörper, sehr, sehr ähnelt, sodass die Leber dann vielleicht sogar weiter Ketonkörper produziert. Das ist aber jetzt ein viel, viel umfangreicheres Thema. Kürbis, rote Beete, Pastinaken, all diese stärkehaltigen Gemüsesorten, Topinambur zum Beispiel oder Tapioca, also alles langkettige Kohlenhydrate, die sehr, sehr viele Mineralien und Spurenelemente und Vitamine noch enthalten. Quinoa, Hirse hier und da. Du musst prinzipiell selber für dich herausfinden, was tut dir gut. Es gibt Menschen, die essen dann zum Beispiel Quinoa und merken, oh, ihnen wird so schwindelig und sie haben extreme Blutzuckerschwankungen. Da dann vielleicht eher sagen, okay, ich gehe eher auf Süßkartoffeln oder eher auf stärkehaltiges Gemüse oder vielleicht sogar Hülsenfrüchte, weil mir das besser tut. Da ist jeder Mensch individuell. Aber wie gesagt, es kann eben Sinn machen, das zu machen, auch allein um die Darmflora und die Vielfalt der Darmbakterien, des Mikrobioms wirklich aufrecht zu erhalten, weil wir eben bestimmte Darmbakterien haben. Und mir sind jetzt schon 2 Fälle begegnet von Menschen, die sich relativ lange ketogen ernährt haben, die extreme Probleme mit der Verdauung hatten, die extreme Bauchkrämpfe hatten, Blähungen, aufgebläht. Also denen ging es wirklich sehr, 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 sehr schlecht und hat sich eben herausgestellt, dass bei ihnen eben diese Bakterienstamm, der von Kohlenhydraten
lebt, einfach total unterentwickelt ist und eben aufgebaut werden muss in Form von einer kohlenhydratreicheren Kost. Aber auch hier langkettige Kohlenhydrate, die auch wirklich langsam im Blut aufgenommen werden. Das kann absolut Sinn machen, dann fühlst du dich auf jeden Fall dann in deiner nächsten Keto-Phase besser. Deswegen bin ich auch so ein Riesenfan vom Carb-Cycling, denn es ist ja wirklich so, dass du Phasen mit Keto, Phasen mit Kohlenhydraten einfach abwechseln kannst. Wenn du es nicht aus therapeutischen Gründen dich ketogen ernähren musst, sondern es aus Lifestyle-Gründen machst, dann kannst du damit auch Gewichtsplateaus überwinden oder auch eben eine Leistungssteigerung erzielen, weil du nach so einer Refeed-Phase auf jeden Fall in einer tieferen Ketose sein wirst. Das war's von meiner Seite zum Thema gezielte ketogene Ernährung, gezielte ketogene Diät. Wann soll ich Kohlenhydrate einsetzen? Welche Kohlenhydrate machen Sinn? Und wie hängt das alles überhaupt stoffwechseltechnisch im Körper zusammen? Ich hoffe, ihr habt daraus was mitnehmen können und vielleicht sagt ihr auch, hey, ich probiere das mal aus, weil ich fühle mich ein bisschen schwach. Ich habe immer wieder irgendwie Muskelkater. Meine Muskeln erholen sich nicht mehr so schnell. Ich habe Regenerationsschwierigkeiten. Ich habe nicht mehr so die Power beim Training. Vielleicht wird es einfach Zeit, die Glykogenspeicher mal aufzufüllen innerhalb von 2-3 Wochen mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten. Das kann auf keinen Fall schaden und dann kannst du ja wieder zurück in die ketogene Ernährung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Herz da und abonniere auch den Kanal für noch mehr Wissensvideos rund ums Thema Ketose, ketogene Ernährung und auch die exogenen Ketone. Schreib mir auch gerne deine Fragen in die Kommentare und dann mache ich dazu auch mal ein Video. Ansonsten freue ich mich, dass du zugeschaut hast und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag.